Zara Leander am Tiefpunkt ihrer Karriere. Nur eine der Stationen, die das Mainfrankentheater im Schauspiel Ich, Zara oder das wilde Fleisch der letzten Diva beleuchtet. Die Figur des Lazarus will wissen, wer die Filmdiva wirklich ist und nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise durch Zaras Leben. Gastauftritte anderer Stars inklusive. Die Dietrich? My love for you renews my mind. I'm warm again. My path is light. It's you, Lily Marley. Regie führt Intendant Markus Trabusch persönlich. Vor 2 Jahren feierte das Schauspiel am Vorarlberger Landestheater in Bregenz Erfolge. Jetzt bringt Trabusch die Inszenierung mitsamt den Schauspielern nach Würzburg. Sie hat sich insofern verändert, weil da tatsächlich schon 2 Jahre zwischenliegen und wir natürlich auch älter geworden sind. Das Stück ist gereift in uns und es ist konkreter geworden, habe ich das Gefühl. Also wir sind mit den 2 Jahren in die Figuren weiter eingestiegen und ich habe das Gefühl, dass es dadurch knackiger ist, konkreter und an Qualität gewonnen hat. Bis Januar kann sich jetzt im Großen Haus jeder selbst ein Bild vom Leben der Filmdiva Zara Leander machen. Denn dass wir uns lieben,